Ich bin mit dem Thema Antisemitismus in Frankreich eigentlich auf mehrfache Ebene in Verbindung gekommen oder auch mit dem Front National. Mit dem Front National war eigentlich meine erste direkte Kontaktaufnahme, das Gespräch mit einer Maklerin, als ich eine Wohnungsbesichtigung hatte. Die Dame sagte, sie war Mitte 40, alleinerziehende Mutter, und sagte: Herr Schumann, Sie haben ja in Deutschland nicht so ein Glück mit der Politik. Also wenn ich mir Ihre Frau Merkel anschaue. Und ich konterte daraufhin: Aber sehen Sie mal, Herr Sarkozy ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und ich bekam als Antwort: Ja, Herr Schumann, den Front National konnte man ja leider nicht wählen. Das war für mich schockierend, als hätte ein CDU-Wähler zu mir gesagt: Na, Herr Schumann, ich habe die CDU gewählt, weil die NPD konnte ich ja nicht wählen. Das war so erstmal, wo ich baff war. Ich sprach da mit meinen französischen Freunden drüber und die bestätigten mir, dass der Front National eigentlich im Grunde genommen in der französischen Gesellschaft schon so angekommen sei, dass wirklich für den konservativen Franzosen nicht die Frage ist, wähle ich konservativ oder sozialistisch, sondern für viele wähle ich den Front National oder wähle ich konservativ. Später musste ich auch feststellen, dass einige meiner Saufkumpanen in einer bourgeoisen Weinbar nach ein paar Gläsern Wein anfingen zu verkünden, sie wählen den Front National, was dann auch zu manchen Kneipendiskussionen führte. Aber mehr noch als das, denke ich, wenn wir über Antisemitismus in Frankreich sprechen, gibt es ein anderes Problem. Und zwar ist es auch, glaube ich, ein jenseits vom Front National verankerter Antisemitismus. Ich habe im 18. Arrondissement gewohnt, unweit von Barbès. Barbès ist ja der Ort in Frankreich oder in Paris, der bekannt ist als der kriminellste Ort. Und es gab in Barbès eine Demonstration für eine Zwei-Staaten-Lösung Israel-Palästina. Eine Demonstration, wo anarchistische Gruppen teilnahmen, Gewerkschaftsgruppen, kommunistische Gruppen. Auf der Demo flog ein Molotow-Cocktail gegen eine jüdische Synagoge. Und es kam kein Aufschrei, keine Distanzierung von der französischen Linken. Und da merkte ich einfach auch, wie wenig reflektiert worden ist über Antisemitismus auch in der französischen Linken. Also wenn wir eigentlich über Antisemitismus sprechen, müsste man eigentlich, wenn man genau ist, auch über Antisemitismus in der gesamten französischen Gesellschaft sprechen und sich nicht nur auf den Front National beziehen. Weil ich denke, der Front National ist nur ein Teil des Problems. Die Franzosen selbst sehen sich ja immer gerne als Märtyrer und Opfer des Nationalsozialismus. Vielleicht deshalb auch zur Einstimmung ein Auszug aus Casablanca. Das ist ja auch für viele deutsche Antifaschisten die Passage, die am beliebtesten ist. Die zweitbeliebteste ist die Aussage von Humphrey Bogart, als er gefragt wird, was seine Nationalität sei, antwortet er: Ich bin Trinker. Aber vielleicht da zur Einstimmung auf Frankreich ganz kurz diese Passage. I do not think this is then a pushing an offer of 100,000 francs. I am very ill, I do not accept it. I raised it to 200,000. My friend, you can make it a million francs at three. My answer would still be the same. There must be some reason why you won't let me have them. There is. I suggest that you ask your wife. I beg your pardon, I said, ask your wife. My wife? Yes. Die Fahnen, was ruhig sein,
Okay, das vielleicht so als kleine Einstimmung, wie die Franzosen sich natürlich gerne sehen. Also wie ich schon sagte, der Front National und der Antisemitismus im Front National scheint auf den ersten Blick erklärlich zu sein, dass man sich damit beschäftigt, wenn man sich bedenkt, in Frankreich gibt es sehr viel Antisemitismus. Laut einem Bericht der Jüdischen Allgemein vom 17. Februar 2017 ist die Situation in Frankreich die folgende. Seit 2006 haben rund 40.000 Juden das Land verlassen und sind nach Israel ausgewandert. Im Rekordjahr 2005 waren es 7.900, vergangenes Jahr etwa 2.500. Die jüdische Bevölkerung in Frankreich hat Angst, das ist klar. Das kann man nicht von der Hand weisen. Gleichzeitig scheint diese Entwicklung konträr zu laufen zum Front National. Während der Front National sich vom Antisemitismus lossagt offiziell, sich davon distanziert, haben wir gleichzeitig einen Anstieg des Antisemitismus bzw. der Angst vor Antisemitismus. Bei einer Umfrage 2011 unter Wählern des Front National titulierten sich lediglich 13% des Front National als Antisemiten. Also wir haben eine Partei, eine rechte Partei, und lediglich 13% der Wähler sagen von sich selbst, sie seien Antisemiten. sagten, der Front National sei eine antisemitische Partei. Also bezogen auf die Wähler. Also da sieht man vielleicht, der Front National wird von seinen Wählern, von seinen Anhängern nicht unbedingt als antisemitisch bewertet. Guckt man sich es im Vergleich mit anderen Parteien an, ist es aber dennoch klar, dass der Front National prozentual die meisten Antisemitinnen in seinen Reihen hat. Vielleicht auch hier mal ganz kurz ein Bild. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Flamme irgendwoher bekannt vorkommt. Das Symbol ist übernommen von den italienischen Faschisten. Also der Front National hat im Grunde genommen der italienischen faschistischen Partei das Parteilogo geklaut. Und statt der italienischen Fahne wurde dann einfach nur eine französische draus und ein bisschen stilisiert mittlerweile. Aber es ist im Grunde genommen ist das Symbol, das klassische Symbol des modernen italienischen Faschismus. Hier einfach mal, das gebe ich vielleicht mal rum, das ist vielleicht ganz spannend, mal reinzugucken. Das ist von einer französischen antifaschistischen Gruppe mal eine Chronologie des Front National mit ihren Wahlerfolgen und Ähnlichem. Wir haben die Situation, der Front National galt lange Zeit als die Reinkarnation des Antisemitismus in Frankreich. Antisemitismus war in Frankreich mit dem Front National gleichgesetzt. Das hat sehr viel mit Jean-Marie Le Pen zu tun. Seitdem jetzt seine Tochter Marine Oberhaupt ist, die übrigens auch einen eigenen Comic hat, einen Comic-Roman, den gibt es an jedem französischen Bahnhofskiosk, wo davor gewarnt wird, was passiert, wenn der FN mal an die Macht kommt. Also es ist nicht nur Houellebecq, der sich mit dem Thema beschäftigt, sondern es gibt sogar einen Comic, gibt es sogar schon in deutscher Übersetzung mit einem Vorwort von irgendeinem Journalisten, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, der das Vorwort geschrieben hat. Sein Töchterchen hat damit gebrochen. Und wir haben jetzt die Situation, dass der Front National explizit jüdische Wählerkreise anspricht und versucht, Jüdinnen und Juden für den FN zu gewinnen. Das mag erstmal für eine Partei, die von so vielen als antisemitisch gewertet wird und so einen hohen Anteil von Antisemiten in ihren Reihen hat, drastisch klingen, aber 2012 haben 13,3% der Befragten der jüdischen Gemeinde angegeben, den Front National gewählt zu haben. Also wir haben eine Partei, wo auf der einen Seite der höchste Anteil von Antisemitinnen in den Kreisen ist, aber gleichzeitig, dass 13,3% der französischen jüdischen Gemeinde den Front National wählen. Das mag jetzt wirklich paradox klingen,
Es sind vor allem konservativ gesinnte Juden, die aus Angst vor einem islamischen Antisemitismus den Front National wählen. Also wir haben im Grunde genommen da also eine ganz obskure Situation, dass man im Grunde genommen seinen Feind wählt, weil sein Feind der einzige ist, dem man zutraut, gegen den noch größeren Feind vorzugehen. Dabei haben wir natürlich auch die Schwierigkeit, oder ich habe die Schwierigkeit der Zuschreibung Jude, Jüdin. Ich finde es sehr schwierig, weil es wird auch nie wirklich angegeben in diesen Statistiken, was ist ein Jude, was ist eine Jüdin. Also wir haben eigentlich keine Kriterien zu bestimmen, ab wann wir jemandem diese Zuschreibung, dieses Etikett aufdrücken. Ich finde, ist daher wichtig, immer bewusst zu sein, wenn wir über Jude, Jüdin in diesem Kontext sprechen, dass wir es in Anführungszeichen machen, weil ich finde die Etikettierung von außen immer problematisch. Und wir müssen auch sehen, ich spreche das nicht umsonst an, weil der FN auch mit der Etikettierung arbeitet. So wird vom Front National werden jüdische Franzosen angesprochen, die man abgrenzt von Juden in Frankreich. Also man macht dann auch so den Unterschied, ob jüdisch ein Attribut ist oder das Substantiv. Ob es heißt, das ist ein Jude in Frankreich oder ein französischer Jude. Ein jüdischer Franzose. Das ist ein Teil der Strategie im Front National, wie eigentlich auch damit umgegangen wird. Hier vielleicht nochmal ein schönes Beispiel, wie gerade um die Gunst jüdischer Wähler gebuhlt wird. Marine Le Pen, die französischen Juden auffordert, sich anzuschließen, weil der FN in Zukunft der Schildträger, der Beschützer sein wird von Freiheiten und von Religion. Gegen den islamistischen Fundamentalismus. Und da wird explizit gesagt, der Front National sei nicht der Feind des Judentums, sondern er ist auf den Seiten der jüdischen Franzosen im Kampf gegen Islamismus. Und ich denke, wir haben hier eine ganz neue Form, die sich gerade im europäischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus durchsetzt, des Antisemitismus, ich möchte es als Antisemitismus bezeichnen, wo Judentum, jüdische Menschen instrumentalisiert werden, um gegen den Islam vorzugehen. Wo es gar nicht natürlich um jüdische Menschen geht, sondern um sie zu instrumentalisieren und dass Judentum oder jüdische Menschen benutzt werden, um ein neues Feindbild zu schaffen, um gegen ein neues Feindbild vorzugehen. Das finden wir zum Teil auch in der AfD. Gibt es gerade ein neues Buch drüber, hat Peter Nowak besprochen in den libertären Buchseiten, wo auch darauf hinweist, dass in der AfD eine ähnliche Instrumentalisierung von jüdischen Menschen bzw. vom Staat Israel vorgenommen wird im Kampf gegen Islamismus. Gehen wir also auf den Front National mal ein bisschen historisch ein. Es ist eine Sammlungsbewegung, hier nochmal der ehemalige Vorsitzende, er ist ja rausgeschmissen worden. Der Grund für den Ausschluss war offiziell sein Antisemitismus. Also wir haben eine Partei, die einen ihrer Gründer und ihren wichtigsten Politiker mit der Begründung des Antisemitismus rausschmeißt. Das sind natürlich ein bisschen familiäre Debatten in der Familie. Also der Front National ist ein Familienunternehmen. Also es ist noch die Cousine, die da noch mitmischt und die Enkelin von dem Gründer. Also es ist dann wirklich ein Familienunternehmen, wenn man sich das mal anguckt, wer alles von der Le Pen-Sippe beim Front National mitmischt. 1972 gegründet, unter anderem von jenem Herrn, ein ausgezeichneten, damals noch jung und frischen Soldaten, der aus dem Algerienkrieg kommt. Ein Kriegsheld, die Franzosen halten ja immer noch viel von Kriegshelden, der natürlich dann auch eine Führungsfigur darstellt, ein hochdekorierter Algerienkämpfer. Der FN ist einerseits in der Ursprungsphase eine Sammlungspartei, in der sich rechtsextreme Organisationen zusammenfinden, aber gleichzeitig sind die ersten Jahre dadurch geprägt, dass es das Verbot einer Doppelmitgliedschaft in anderen rechtsextremen Organisationen gibt. Also man versucht schon als Partei
sich abzugrenzen von anderen, indem man sagt, es ist nicht möglich, in einer anderen Organisation des rechtsextremen Spektrums Mitglied zu sein. Man kann nur im FN sein oder in einer anderen Organisation. Das hat man auch lange durchgehalten, nämlich fast 8 Jahre. Anfang der 80er Jahre beginnt man dann im rechtsextremen Spektrum zu buhlen um Wählerstimmen und nimmt jeglichen Rechtsextremen auf und akzeptiert Doppelmitgliedschaften. Also nachdem man anfangs gesagt hat, keine Doppelmitgliedschaften, buhlt man dann um Wählerklientel, lässt Doppelmitgliedschaften zu. Und 1983 gibt es dann wieder dazu, dass man offiziell damit bricht und sagt, nein, keine Doppelmitgliedschaften mehr. Weil es führt zu einer politischen Isolation. Der FN verrennt sich mit seiner Strategie, sich nach rechts zu öffnen. Und man sagt, okay, wir müssen uns wieder verschließen. Von dem her ist die Liste der antisemitischen Ausfälle lang. Also es gibt ein Buch, was alleine sein Verhältnis zum Judentum beschreibt. Ein ganzes Buch in Frankreich. Ich möchte Sie jetzt nicht mit all seinen Ausfällen bekannt machen. Er ist zigfach vor Gericht gelandet. Aber ich glaube, man muss ein paar nennen, die vielleicht relevant sind. Am 13. September 1987 verkündete jener Herr lapidar in Bezug auf die Konzentrationslager und die Vernichtung der Juden, dies sei lediglich ein Detail in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Diese Worte haben natürlich dazu geführt, dass es einen Aufschrei in Frankreich gab. Es hat ihn nicht gehindert bei der Buchvorstellung seiner Autobiografie, die in Deutschland von einem gewissen Franz Schönhuber herausgegeben worden ist, diese Worte zu wiederholen. Und das ist auch lange Zeit und bei vielen Autoren und Politikern des Front National eine gängige These, der Holocaust ist nur ein Randdetail in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Man könnte den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg nicht darauf reduzieren. Wir haben daneben natürlich noch andere. Es gibt noch einen Filmemacher, Claude Otton-Larrain, der sprach davon, es gibt eine jüdische Filminternationale, die das Filmgeschäft bestimmen würde. Also wir haben die ganzen klassischen Verschwörungstheorien, aber am meisten kommt es immer wieder in dieser Figur vor. Immer wieder ist er es, der rumpöbelt, der mit Antisemitismus von sich reden macht. Gleichzeitig entsteht 1986 ein Cirque National des Français Juifs. Also ein nationaler Zirkel jüdischer Franzosen, begründet von einem Resistanzkämpfer. Also ein französischer Resistanzkämpfer, ein jüdischer Resistanzkämpfer, der im Front National eine jüdische Vorfeldorganisation schafft. Das ist das Spannende beim Front National. Wir haben wirklich diese Partei mit einem Parteiführer, der den Holocaust als Detail abtut. Und gleichzeitig haben wir einen Resistanzkämpfer, der für ihn Wahlkampf macht, der ihm beisteht, einen jüdischen Resistanzkämpfer, der 1984 für den Front National ins Europaparlament einzieht. Und was kann man Besseres haben als Aushängeschild? Eine antisemitische Partei mit einem jüdischen Resistanzkämpfer, ausgezeichnet von der Ehrenlegion und dann noch Kriegsheld aus Algerien. Also, das ist im Grunde genommen Wahnsinn, was sie daraus geholt haben. Der unterstützt Le Pen, gründet da seinen Verein. Dieser Verein wurde später auch wieder rausgekramt, immer wenn es Angriffe jüdischer Organisationen gab oder wenn es dann Vorwürfe gab gegen den Antisemitismus, mussten diese Vereine, diese Vorfeldorganisationen ran und mussten verkünden, der FN sei nicht antisemitisch. Er selber gilt als persona non grata in Israel, auch wenn er selbst bestritt, Antisemit zu sein. Also er bestreitet bis heute, dass er jemals Antisemit gewesen sei.
Er hat sich zwar, um noch einen Aspekt zu nennen, mit Saddam Hussein getroffen, der ja natürlich für seine antijüdischen Ausfälle bekannt war. Er war der einzige europäische Politiker, der sich öffentlich mit Saddam Hussein getroffen hat, pressewirksam. Gleichzeitig verweist er darauf, dass der FN sich geweigert hat, die PLO zu treffen. Dass man da ja sehen könne, dass er ja kein Antisemit sein könne. Spannend ist vielleicht seine Herkunft. Wo kommt ein solcher Mann her? Er ist sozialisiert im klassischen französischen Faschismus. Er ist Anhänger von Morat, von der Action Française, der ersten faschistischen Bewegung in Europa. Morat ist ja ganz spannend in der Hinsicht, dass er natürlich ein Spiritus Rector bis heute der französischen Rechten ist. Und von ihm stammt die Überlegung, dass es vier Gefährdungen für Frankreich gibt. Vier Personengruppen, die Frankreich gefährden. Das sind die Protestanten, das sind die Freimaurer, das sind die Ausländer und das sind die Juden. Dieses Gedankengut hat sich immer noch bei unserem alten Zuhause da, der 2014 ausgeschlossen worden ist, verhärtet. Und er hat natürlich auch die gute Sache, er kann es die ganzen Verfahren leisten, weil ein französischer Millionär hat ihm ein Geld, hat ihm seine Erbschaft vermacht. Und dieser Herr lebt eigentlich von der Erbschaft, die er gemacht hat. Und darum juckt ihn das auch nicht, wenn er mal ein Gerichtsverfahren hat und Kosten zu tragen hat. Also hier mal in dem Comic sieht man ganz schön bei dem Interview, wie er dann nochmal erklärt, das sei nur ein Detail der Geschichte. Hier einfach nochmal Symbol. Spannend wird es jetzt hier. Hier haben wir Marine Le Pen und ihren Gegenspieler. Es ging ja dann auch, nachdem Marine Le Pen aufgebaut worden ist, als Spitzenkandidatin, als Tochter vom Parteigründer, ging es auch um die Linie der Partei. Wer übernimmt die Partei? Marine Le Pen, die sich gegen den Antisemitismus im Front National wendet, offiziell, oder ihr Widersacher? Und wir haben da eine Richtungsentscheidung im Front National gehabt. Ihr Widersacher steht als Vertreter des Antisemitismus im Front National, während sie für ein Aufbrechen des Antisemitismus steht und für eine Abkehr vom Antisemitismus. Also wir haben mit ihrer Wahl im Front National eine Richtungswahl zum Thema antisemitische Ausrichtung des Front National oder eine offiziell nicht antisemitische Ausrichtung. Ich würde sagen, bis heute ist der Front National antisemitisch und ich glaube, da gibt es auch keinen Zweifel dran. Aber die Offenheit des Antisemitismus lässt sich eigentlich an diesen beiden Personen sehr schön festmachen. Da kommt ja der klassische Antisemitismus des Front National versus eines moderaten, veränderten Antisemitismus. Sie ist ganz spannend, weil sie sieht sich als Freundin von Israel. Und ich denke, da kommen wir wieder zu einer neuen Form des Antisemitismus, die ich schon erwähnt habe. Die Instrumentalisierung von Israel und dem Judentum. Nach den Attentaten, nach den islamischen Attentaten hat sie gefordert, Frankreich müsste sich bei der Terrorbekämpfung an Israel orientieren und lobte die israelische Terrorbekämpfung. Damit wird Israels Politik benutzt, um jetzt gegen Moslem zu hetzen und gegen vermeintliche Terroristen. Also wird da versucht, Israel auch zu instrumentalisieren, meiner Meinung nach. Es geht dann gar nicht darum, um Terrorbekämpfung, sondern um eine Instrumentalisierung des Ganzen. Sie hat sich nach dem 11. September, nach den Anschlägen auf das World Trade Center, mit dem jüdischen Botschafter der UN getroffen. Also auch ein Aufbrechen dieses klassischen Antisemitismus. Eine Persona non grata, deren Vater mehrfach wegen antisemitischer Äußerungen vorbestraft ist und seine Tochter trifft sie mit dem jüdischen Botschafter der UN. Also da sehen wir auch wieder diesen Wandel im Front National, wie sie versucht, einfach von diesem Image wegzukommen. Und sie hat dann auch eine Autobiografie geschrieben, vielleicht auch nochmal hier.
Marine Le Pen im Israel-Magazin. Ihr Mann ist nach Israel gereist, hat für eine Beziehung von Israel und dem Front National geworben. Sie selber darf nicht nach Israel, sie hat ein Einreiseverbot, hat aber jüdischen Zeitungen bereits Interviews gegeben, mehrere. Und sie hat noch 2006, hat sie eine Autobiografie geschrieben. Und da spricht sie, und das ist das Spannende, von einer jüdisch-hellenistisch-christlichen Tradition in Frankreich. Also sie bezieht für die französische Identität das Judentum mit ein. Also eine jüdisch-christliche Traditionslinie sieht sie, was natürlich so für den klassischen französischen Rechtsextremismus so nicht existiert. Der Versuch dieser Entdiabolisierung des Front National findet, also hier nochmal ein Bild, das wäre ihre Autobiografie, die erschien schon in zwei Auflagen, aber der Höhepunkt ist das. Eine Verteidigungsschrift vom Front National. Herausgegeben vom französischen Freundeskreis Judentum und Christentum. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, der eine war Europaabgeordneter, der andere ein Journalist, geben eine Schrift raus, Anfang der 90er Jahre, wo sie sich gegen Vorwürfe wehren, dass der Front National antisemitisch und rassistisch sei. Man möchte widerlegen und man wendet sich explizit an jüdische Organisationen. Das ist halt auch ganz spannend, weil ich ja schon sagte, man muss achten beim Front National, worüber sprechen Sie? Sprechen Sie vom jüdischen Franzosen oder sprechen Sie vom Juden in Frankreich? Es gibt noch eine weitere Unterscheidung, eine sprachliche. Man redet vom Juden oder vom politisch organisierten Juden. Der politisch organisierte Jude ist für den Front Nationalwähler oder das Parteimitglied jemand, der vom Zentralrat der Juden vertreten wird. Und da kommen wir die antisemitischen Klischees rein. Die Juden haben zu viel Macht, die jüdischen Organisationen haben zu viel Einfluss. Das wird alles reproduziert, aber man sagt, das ist ein anderer Teil vom Judentum. Gegen Juden haben wir nichts, aber gegen politisch organisierte Juden haben wir was. Also da fängt es dann wieder an, sich aufzusplitten. Diese Schrift ist wunderbar, sie gibt es leider in keiner deutschen Bibliothek, das ist wirklich schade, weil sie bietet einige Schmankerle. So gibt es eine Passage, wo steht, in der verbalen Gewalt von Marx ist der europäische Antisemitismus angelegt. Also das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Der Front National sagt, hier sind gar nicht die Antisemiten, sondern die Sozialisten sind die Antisemiten. Und zwar Marx. Marx, der ja aus einer konvertierten jüdischen Familie kommt, der sei der, im Grunde genommen ein Vorläufer des Antisemitismus. Mit seinen Ausfällen, es gibt ja die Schrift über die Judenfrage von Marx, wenn man nicht weiß, dass Marx jüdischer Abstammung ist, würde man die sicherlich als antisemitisch bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es den beiden Autoren nicht bewusst war oder ob man es explizit instrumentalisiert hat, es nicht zu wissen. Auf jeden Fall wird der Vorwurf umgekehrt und gesagt, nicht wir sind Antisemiten, sondern die Sozialisten sind Antisemiten. Marx wird angebracht, Proudhon, Bakunin, also die Sozialisten, Anarchisten, Syndikalisten, das seien eigentlich Antisemiten und gar nicht der Front National. Es wird nochmal darauf eingegangen, was auch Le Pen gesagt hat, der Holocaust sei nur ein Detail, mehr nicht. Man sagt, was alles der Kommunismus angestellt hat. Und eigentlich sei man überhaupt nicht antisemitisch. Das sieht man ja auch, dass Juden diese Partei wählen. Das ist, glaube ich, das Krasse einfach an dieser Partei, die nach außen als antisemitisch gesehen wird, die immer wieder versucht, dieses Image zu korrigieren und dabei im Grunde genommen sich jeder Menge Antisemitismus bedient. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, wer ist das Wählerklientel? Das ist mal ein schöner Cartoon über das Wählerklientel. Also hier haben wir die Rechtspopulisten, die Leute, die konservativen Katholiken, die Bonheads. Hier haben wir den mit dem doppelten Kreuz, das sind die Rechtspopulisten.
Wir haben da die Leute von der Aktion Française. Also im Grunde genommen haben wir eine ganze Bandbreite vom Front National als Wählerklientel. Das ist vielleicht in der Hinsicht auch spannend, weil das Klientel natürlich sehr breit ist. Man hat sowohl Royalisten, ich hatte selber mal einen Studenten in Frankreich, der war überzeugter Royalist. Also klingt lächerlich, aber der dachte wirklich, dass man wieder zur Monarchie zurückkehren könne. Und der war überzeugter Wähler vom Front National. Er hatte nichts gegen das Judentum, er hatte jüdische Freunde, aber für ihn war der Front National die einzige Partei, die Ansätze hatte, seine geliebte Monarchie wieder zu errichten. Darum ist es halt auch spannend, sich mal anzugucken, was wird denn eigentlich verteilt bei diesen Parteitagen jener Partei, was ist eigentlich das Klientel. Da möchte ich eigentlich nur drei Sachen hervorheben. Es ist überliefert, dass bei Parteitagen des Front National in Marseille wurde Hitlers Mein Kampf ausgelegt. Also ich meine, ein Parteitag, wo Hitlers Mein Kampf ausliegt, neben Werken von Goebbels und Göring. Ganz offen beim offiziellen Parteitag auf dem Büchertisch. Mag vielleicht mal ein Ausfall sein, es mag ja auch Linksparteiparteitagen geben, wo man vielleicht Stalin findet. Okay, lassen wir das beiseite. Das Zweite ist natürlich die Wortwahl, die man findet. Wir finden eine Wortwahl, die sehr stark durch eine faschistoide, faschistische Sprache geprägt ist. So gibt es halt Vorschläge, wie man mit HIV-Infizierten vorgehen kann. Wobei man sich in der Wortwahl damit nationalsozialistischer Wortwahl bedient und eine Form von Konzentrationslagern für HIV-Erkrankte gefordert hat. Mit eindeutigen Anspielungen auf nationalsozialistische Propaganda und Darstellung von Konzentrationslagern. Das findet sich wiederholt in Reden von Politikern, in Publikationen, in Aussagen von einfachen Parteimitgliedern. Also wir reden jetzt hier nicht, dass es Einzelstimmen sind, sondern es ist wiederholt aufgetaucht in unterschiedlichen Kontexten, dass solche Positionen vertreten werden. Das Dritte ist die Verschwörungstheorie, dass das politisch organisierte Judentum zu viel Macht im Staat hat. Also das ist eine immer wiederkehrende Argumentation, wenn Front National-Wähler oder Mitglieder befragt werden in Interviews, ist das immer einer der Gründe, die sie nennen, wo sie ihren Antisemitismus äußern. Daher ist halt die Frage, was ist jetzt dieser neue Antisemitismus oder was ist das Spannende am FN? Ich denke, es ist wirklich, dass vieles davon natürlich alter Antisemitismus ist, der jetzt ein bisschen verdeckt wird. Spannend ist also, dass man die Sprache verdeckt, wie man die Sprache benutzt. Ob man jetzt wirklich sagt, diese Aufspaltung gute Juden, schlechte Juden, also jüdische Franzosen sind gute Juden, Juden in Frankreich sind schlechte Juden, Juden, die sich durch den Zentralrat der Juden vertreten lassen, die politisch wirken, sind schlechte Juden. Juden, die sich damit nicht vereinnahmen lassen, sind gute Juden. Ich denke, dass wir einfach hier diese Aufspaltung haben, gut, schlecht, die mitschwingt, ist natürlich ganz klassisch antisemitisch. Ich denke, dass einfach in der Wortwahl sehr viel Antisemitismus ist, wenn ich einfach sehe, wie wird von Menschen gesprochen, welche Worte werden benutzt, wie gehe ich mit dem Holocaust um. Holocaustleugnung sind etwas, was in der Politikerkaste des Front National regelmäßig auftaucht. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist die erneute Instrumentalisierung, dass das Judentum, Menschen jüdischen Glaubens instrumentalisiert werden im Kampf gegen Islamismus. Dass man sagt, okay, wir brauchen eine neue Wählerschicht, man kommt mit der alten Wählerschicht nicht weiter. Und ich denke, es kommt daher zu einem taktischen Umdenken und man versucht, die jüdische Bevölkerung taktisch als Wähler zu gewinnen, dass man sich als einziger, ehrlicher Partner im Kampf gegen Islamismus sieht und dass man
daher versucht, das Judentum jüdische Menschen zu instrumentalisieren im Kampf gegen Islamismus und damit eine Instrumentalisierung stattfindet, die ich auch als antisemitistisch sehen würde. Es gibt noch eine schöne Aussage von Jean-Yves Camus, der hat eine Untersuchung geschrieben über den Front National und der hat ganz interessant das Verhältnis vom Front National und Israel mal beleuchtet. Und er kommt zu der Meinung, die Beziehung mit Israel ist eng mit der Haltung verknüpft, die die jüdische Gemeinschaft in Frankreich dem FN entgegenbringt. Israel wird zum Teil als Verbündeter des Westens im Kampf gegen die arabischen Staaten wahrgenommen. Also es ist auch immer wieder, man guckt, Israel im Kampf gegen die arabischen Staaten, das Feindbild Moslem wird zu einem Hauptfeindbild und das Judentum wird sozusagen als der Feind meines Feindes ist mein Freund Manier als neuer Bündnispartner instrumentalisiert versucht zu gewinnen. Und ich glaube, da tauchen die Schwierigkeiten auf. Ich denke, es sind also drei Sachen, die das Verhältnis bestimmen zum Thema Antisemitismus und Front National. Das eine ist, das Feindbild Jude wird ersetzt durch das Feindbild Moslem. Dass wir einfach da diesen Wandel haben, wie auch, glaube ich, in vielen westlichen Gesellschaften, dass einfach die Bedrohung jetzt vom Moslem, vom fundamentalistischen Moslem ausgeht. Ich denke, das Zweite ist, wie Israel in Bezug auf Terrorbekämpfung instrumentalisiert wird, israelische Politik. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir bei der AfD wiederfinden, wo wir einfach genau gucken müssen, wie kommt es zu einer Instrumentalisierung von Israel, mit welchen Argumenten beruft man sich positiv auf Israel und was ist eigentlich der Gedanke dabei. Und ich denke, das Letzte, und da haben wir vielleicht wieder was ganz klassisch Rechtspopulistisches, ist, dass der FN einfach Wähler braucht und dass einfach ein weiterer Zuwachs an Wählern sich nur mit einer Entdiabolisierung machen lässt, weil eine Verortung im rechtsextremen Lager dazu führt, dass die Wählerschichten sich nicht halten lassen. Und ich denke, das ist einfach auch das, warum aus taktischen Gründen versucht wird, den Antisemitismus runterzuspielen, sich öffentlich davon zu distanzieren, um einfach wieder diesen Zugang zur Mitte der Gesellschaft zu finden, um neue Wählerschichten anzusprechen. Also ich denke, es ist viel politisches Kalkül dabei, dass man diesen Antisemitismus jetzt negiert. Wobei man sagen muss, man macht es nicht geschickt, weil es ist sehr offensichtlich. Die gute Marien forderte vor kurzem Juden auf, doch statt ihrer klassischen religiösen Kopfbedeckung einen Hut zu tragen. Das wäre doch auch ein Zeichen für den Laizismus der französischen Gesellschaft, wenn die Juden auch ihre klassische Kopfbedeckung ablegen würden. Also ich denke, solche Äußerungen sprechen natürlich auch schon wieder dafür, dass der Front National nicht wirklich sich mit dem beschäftigt oder mit dem Judentum als Religion beschäftigt und deren Glaubensrichtung sich auseinandersetzt, sondern dass es eigentlich um eine Instrumentalisierung geht und gar nicht um ein Miteinander. Vielen Dank. Ich denke, wir können vielleicht da noch ein bisschen diskutieren. Ich habe leider den AfD-FPÖ-Vortrag nicht gehört. Ich weiß nicht, wo man da vielleicht noch anknüpfen kann.